willkommen zum Sinnenpark Ostergarten. Das ist Johannes. Und das ist Damaris und wir begleiten euch auf einer außergewöhnlichen Reise. Wir erleben Ereignisse nach, die vor ungefähr 2000 Jahren geschehen sind. Ihr seht dort die Krippe. Das ist ja eigentlich ein Futtertrog gewesen und wir kennen das aus der Weihnachtsgeschichte. Und diese Krippe ist ein trauriges Symbol dafür, dass Jesus eigentlich nicht willkommen war im Leben. Man hatte keinen anderen Platz für ihn. Ja, seit der ersten Sekunde will man diesen Jesus gar nicht haben. Nicht in den Gasthäusern von Bethlehem, nicht im Palast, nicht auf dieser Welt. Und er wird auch nur 33 Jahre alt. Aber es gibt keinen Menschen, der die Welt so sehr verändert und beeinflusst hat wie er. Unsere Menschheitsgeschichte ist eingeteilt in die Zeit vor der Geburt Christi und die Zeit nach der Geburt Christi. Jesus selbst hat kein Buch geschrieben, aber über ihn sind zahllose Bücher geschrieben worden. Jesus war kein Arzt und doch bezeugen zahllose Menschen, dass er sie geheilt hat. Jesus war kein General, kein Militär, er hatte keine Truppen, er hatte Jünger. Und einige Generationen später haben diese Jünger den größten Einfluss im Römischen Reich ausgeübt. Wer war dieser Jesus? Warum musste er so einen grausamen Tod erleiden? Und was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Dieser Frage wollen wir in der nächsten Stunde nachgehen. Eins verrate ich schon. Es hat ganz viel mit Liebe zu tun. Und nun kommt und begleitet uns ins alte Israel. Wir beginnen unsere Reise auf einem orientalischen Markt vor den Toren von Jerusalem. Lauscht den fernöstlichen Klängen und taucht ein in die Welt des antiken Vorderen Orients. So farbenfroh und prächtig war das Leben für die Juden seiner Zeit nicht. Es lag ein dunkler Schatten auf dem Land. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum hier die Ketten hängen. Sie stehen dafür, sie erinnern daran, dass die Juden keine Herren im eigenen Land waren. Das waren andere, das waren die Römer. Sie legten den Juden schwere Lasten auf. Es gab überall Terroranschläge und Unruhe. Und überall wuchs die Erwartung nach jemandem, der ihnen helfen könnte, nach einem Befreier. Ja, und so wie die Menschen damals unter der fremden Herrschaft gelitten haben und auf Erlösung und Befreiung gewartet haben, so gibt es vielleicht auch in unserem Leben Dinge, unter denen wir leiden, die uns belasten, die uns Sorgen machen, vielleicht niederdrücken. Und so als Zeichen für das, was uns in unserem Leben schwerfällt, nehmen wir einen Stein mit auf die Reise. Ein Stein ist etwas Hartes, Raues, Schweres und kann ein Bild für das sein, was uns in unserem Leben schwerfällt und was uns vielleicht auch gefangen hält. In diesem Moment der Geschichte dachten die Juden daran, dass Gott sich einmal als ihr Befreier gezeigt hat. Es ist unmittelbar vor dem Passafest, dem Fest der Befreiung. Und wir stoßen hinter dem Vorhang zu einer großen Menschenmenge, die unterwegs sind nach Jerusalem, um dort das Fest der Befreiung zu feiern. Und es lag eine hohe Erwartung in der Luft, denn eine ganz besondere Person hatte sich angekündigt. Jesus von Nazareth. Ja, und die Menschen sind tief beeindruckt von Jesus. Er tut Dinge, die außergewöhnlich sind. Er kümmert sich um Kranke und Ausgestoßene. Er nimmt Kinder besonders in den Fokus, was damals nicht üblich war. Und oft ist er mit denen, die keiner mag. Die Menschen spüren, Jesus lebt für andere und das begeistert sie. Aber kommt mit und hört euch das mal an. Hey Leute, freut euch, ein neuer König kommt. Hey Leute, freut euch, Jesus kommt in die Stadt. Komm mit. Ach, lass mich.
Mir ist nicht zum Jubeln zumute. Die Römer haben mein Leben zerstört. Gerade dann musst du zu Jesus. Wir hatten auch keine Hoffnung mehr. Stellt euch das mal vor. Unser Bruder war schon 3 Tage tot. Jesus hat ihm das Leben neu geschenkt. Die Stadt ist übervoll. Überall drängen sich die Menschen und werfen Palmzweige und ihre Mäntel auf den Boden, damit Jesus als König wie auf einem roten Teppich darauf einziehen kann. Jesus soll die Macht ergreifen. Er soll König werden. Das wünschen sich die Menschen. Denn sie sind tief beeindruckt von ihm. Er hat ja Stürme gestillt, Kranke geheilt, Hungernde versorgt, sich um die Ausgestoßenen gekümmert. Er hat viele, viele Wunder getan und alle Taten und Berichte sprechen für ihn. Er soll König werden. Aber die Frage ist, wird er diese Erwartung auch erfüllen? Wird er endlich allen zeigen, dass er der versprochene Erlöser ist, der sie von der Unterdrückung befreien wird? Zunächst geht Jesus nicht in den Palast, den Ort für einen König, sondern in den Tempel, das jüdische Gotteshaus. Dahin gehen wir jetzt auch weiter. Was würde Jesus hier tun im Tempel? Sind riesige Menschenmengen hier unterwegs. Sie bestaunen dieses gewaltige Bauwerk. Jesus sieht sich auch um. Aber er ist entsetzt von dem, was er hier vorfindet. Da sind Händler, da sind Tische, da sind Barrieren. Und die vielen Menschen, die auf der Suche nach Gott sind und die Gottes Hilfe suchen mit ihren Nöten, sie werden nicht vorgelassen. Und da sind Leute, die machen Geschäfte mit den religiösen Gefühlen und mit den Nöten der Menschen. Und Jesus packt die Wut. Er nimmt eine Geißel und fängt an, die Händler rauszutreiben. Er sagt, raus hier, raus! Er schmeißt die Tische um. Und er schreit, ein Bethaus sollte das sein. Und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Die Menschen sind schockiert. So haben sie Jesus noch nicht erlebt. Und viele fragen sich, warum ist ihm das hier mit dem Tempel so wichtig? Warum schmeißt er nicht lieber die Römer aus dem Land? Dann wäre doch allen geholfen. Aber Jesus geht es nicht um den Reichtum im Tempel, um äußere Dinge. Jesus möchte, dass die Menschen Gott kennenlernen. Er möchte, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Steine und ihre Sorgen zu ihm zu bringen. Die Priester, die im Tempel eigentlich das Sagen haben, die ärgern sich über Jesus. Was mischt der sich in unsere Angelegenheiten ein? Und es gefällt ihnen gar nicht, dass die Menschen Jesus mehr zuhören als ihnen. Und sie schmieden Pläne, wie sie Jesus loswerden und töten können. Ja, diese Aktion bringt Jesus keine Pluspunkte. Ganz im Gegenteil, das war gefährlich, sogar kreuzgefährlich. Mit den Priestern legt man sich gar nicht an, mit den Römern ja auch nicht. Auch die Jünger waren schwer erschüttert. Diese Seite kannten sie an Jesus bisher nicht. Allmählich verlaufen sich die Leute aus dem Tempel. Sie gehen nach Hause, um das Passamahl zu feiern. Und auch Jesus geht mit seinen Jüngern in einen bestimmten vorbereiteten Raum, in ein Obergemach, um mit ihnen dort das Passamahl zu feiern. Und sobald wir das Widderhorn hören, gehen wir mit ihnen in diesen Raum. Bevor Jesus und seine Jünger an diesem Abend mit dem Essen beginnen, fragt Petrus, ein etwas vorlauter Jünger, wo bleibt denn hier der Diener, der uns die Füße wäscht? Es war so üblich in der Zeit, dass man sich vor dem Essen die Füße wusch, so wie man heute die Hände wäscht. Und dann nimmt Jesus ein Tuch und beginnt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das, was unsere Dienerin hier tut und normalerweise Sklavenarbeit war. Und Jesus sagt ihnen, ich bin gekommen, um euch zu dienen.
Ich bin gekommen, um euch zu zeigen, wie Gottes Liebe ist. Und sie dient, sie opfert sich und sie reinigt. Dann wird er sehr ernst und auch traurig. Er weiß, dass er die Priester gegen sich aufgebracht hat und dass man seinen Tod will. Aber er spricht von einer besonderen Bedeutung seines Todes. Er sagt ihnen, dass er sie so sehr liebt, dass er stellvertretend für sie und für alle Menschen sterben wird. Jesus drückt an diesem Abend sehr deutlich aus, dass es der Sinn und das Ziel seines Lebens auf der Erde ist, ihnen die Liebe Gottes zu zeigen und vorzuleben. Und tief bewegt sagt er dann, einer von euch hier in der Runde wird mich verraten, sodass man mich töten wird. Die Blicke gingen hin und her und die Herzen wurden steinhart. Und die Jünger fragten sich, wer das wohl sein könne. Und Petrus macht sich schließlich zum Sprachrohr und sagt, Meister, wir würden dich doch nie verlassen, wir würden dich nie im Stich lassen. Und wenn du sterben müsstest, dann werde ich mit dir bis in den Tod gehen. Jesus sagte zu Petrus, in ein paar Stunden, bevor der Hahn zweimal kräht, morgen früh, wirst du dreimal so getan haben, als ob du mich nicht kennst. Und währenddessen verließ klammheimlich einer den Jüngerkreis, Judas. Und Jesus sah ihn noch gehen und dann nahm er das Brot. Er dankte Gott, brach es, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt, das ist mein Leib wird gebrochen werden, zerrissen werden. Ich werde sterben, ich werde mein Leben geben für euch. Danach nahm Jesus den Kelch, dankte Gott, reichte ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist ein neuer Freundschaftsbund, der zwischen Gott und den Menschen geschlossen werden wird. Ich werde mit meinem Leben den Preis für alle Menschen bezahlen, damit alle Menschen einen freien Zugang zu Gott haben. Trinkt alle daraus. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königs Tisch für mich. Mein Stecken und mein Stab, und wandre ich im finstern Tag, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Seit 2000 Jahren, seit dem letzten Passafest, feiern die Christen überall auf der Welt dieses Mahl als Abendmahl, um damit auszudrücken, dass Gott nichts mehr am Herzen liegt, als mit uns zusammen zu sein und wir eine Beziehung zu Gott haben, die auch durch den Tod nicht zerstört werden kann. Jesus bittet dann seine Jünger, die Nacht bei ihm zu bleiben und mit ihm zu beten. Sie gehen wie gewohnt in den Garten Gethsemane. Und dahin gehen wir jetzt auch weiter.
Jesus und die Jünger wandern ungefähr eine halbe Stunde durchs Kidron-Tal in den Garten Gethsemane. Und dort fällt auf einmal das ganze Gewicht der kommenden Ereignisse auf Jesus. Es legt sich auf seine Schultern, es legt sich auf sein Gemüt. Er ist bedrückt und er hat das Bedürfnis, mit seinen drei engsten Freunden, Petrus, Jakobus und Johannes, sich zurückzuziehen. Er bittet sie, für ihn zu beten und geht noch ein paar Schritte weiter, um allein zu sein mit seinem Vater im Himmel. Und wir hören jetzt hinein in seine Gefühle und Gedanken. Vater, lieber Vater, meine Jünger, meine Freunde, ihre Laternen brennen, aber sie schlafen und haben mich ganz alleine gelassen in meiner letzten Stunde. Ich habe einfach schreckliche Angst. Meine Hände und Knie, mein ganzer Körper zittert vor Furcht und Kälte. Vater, bist du da? Ich halte es einfach nicht mehr aus. Vater? Vater! Es ist so still hier. So unheimlich still. Aber klingen in der Ferne nicht schon die Schwerter der Soldaten? Judas ist zu ihnen gegangen. Bald werden sie hier sein. Alle Freunde werden weglaufen. Und keiner wird bei mir bleiben. Vater, mir ist so elend. Mein Gesicht ist nass vom Schweiß. Meine Beine tragen mich nicht mehr. Vater, bitte, wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nachdem Jesus sein Gebet beendet hat, trifft er auf die drei Freunde und sie sind eingeschlafen. Sie schlafen tief und fest. Jesus weckt sie, er fordert sie auf, aufzustehen. Sie gehen gemeinsam zur größeren Jüngergruppe und dann hören sie auf einmal in der Nacht das Klirren von Metall an Metall. Judas nähert sich ihnen und er hat die Tempelpolizei im Schlepptau. Sie kommen, um Jesus gefangen zu nehmen. Judas, mit einem Kuss verrätst du mich? Ich bin der Mann, den ihr sucht. Soldaten, nehmt mich und lasst meine Freunde gehen. Nachdem Jesus gefangen genommen wurde, rennen die Jünger in alle Himmelsrichtungen davon in die Nacht hinein. Nur Petrus heftet sich an die Fersen der Soldaten, die Jesus in Gewahrsam nehmen. Und wir folgen ihnen auch, um zu sehen, was weiter mit Jesus passiert. Jesus wird zum Palast des Hohenpriesters Kaiphas gebracht. Dort hat sich der Hohe Rat, das oberste jüdische Gericht, versammelt, um Jesus zu verhören. Petrus kann nun den Vorhof des Palastes. Dort, mitten in der Nacht am Feuer, wird er von einer Magd als Freund von Jesus erkannt. Sie sagt, hey, du bist doch auch einer von den Jesus-Leuten. Ich kenne dich. Ich habe dich schon mit ihm zusammen gesehen. Und Petrus hat Angst und er weist diese Aussage energisch zurück. Jesus, wer ist das? Ich kenne diesen Jesus überhaupt nicht. Nach einer Weile sagt noch jemand, doch, ich habe dich schon mit ihm zusammen gesehen, auch gerade da in dem Garten. Und Petrus leugnet wieder. Und ein drittes Mal sagt jemand, doch, stimmt, du bist auch einer von den Jesusleuten, denn deine Sprache verrät dich. Du sprichst den gleichen galiläischen Dialekt wie Jesus. Und Petrus fängt an zu schimpfen und zu fluchen. Und dann kräht ein Hahn. Als Petrus das hört, erschrickt er und er erinnert sich, gerade da, vor ein paar Stunden bei dem Mahl, hat Jesus mir gesagt, dass ich dreimal behaupten werde, ihn nicht zu kennen, bevor der Hahn kräht. Was bin ich bloß für ein schlechter Freund? Und er bricht innerlich zusammen und er fühlt sich richtig, richtig schlecht. Er hat ein richtig schlechtes Gewissen. Und das ist so ein Stein im Leben, auf der Seele des Petrus.
das Gefühl von Versagen und von einem schlechten Gewissen. Und er fängt bitterlich an zu weinen und er rennt hinaus in die Nacht. In der Zeit wird Jesus weiter verhört, man sucht eine Schuld an ihm. Aber alle Anschuldigungen widersprechen sich. Bis einer sagt, ich habe eine schwere Schuld gegen ihn vorzubringen. Jesus hat behauptet, er sei Gottes Sohn. Und das ist ja wohl Gotteslästerung. Nach jüdischem Gesetz verlangt das die Todesstrafe. Aber die Juden selber dürfen nicht töten. Das muss ein weltlicher Herrscher tun. In dieser Zeit ist der römische Statthalter Pilatus. Zu ihm müssen sie Jesus bringen. Und dahin gehen wir jetzt weiter. Das Recht, die Todesstrafe zu verhängen, war dem römischen Statthalter vorbehalten. Und so bringen die aufgebrachten Priester Jesus und sie klopfen an bei Pilatus und sie lassen ihn aus dem Haus holen. Es ist noch sehr früh, Pilatus hat schlecht geschlafen. Seine Frau hatte ihn geweckt, weil sie so schlecht geträumt hatte wegen des ganzen Aufruhrs in der Stadt um die Person Jesu. Und sie hatte ihm noch mit auf den Weg gegeben, dass er bloß nichts mit diesem Jesus zu tun haben soll. Und da stehen die Priester, er ist noch schlaftrunken, und sie verlangen von Pilatus, dass er zum Tod verurteilt wird. Und Pilatus spürt, was für ein böses Spiel da läuft und dass die Priester eigentlich eifersüchtig sind auf Jesus und auf seinen Einfluss auf das Volk. Und Pilatus wird allmählich nervös. Obwohl es noch früh am Morgen ist, sammeln sich immer mehr Menschen. Und sie werden durch weitere Priester angestachelt. Und sie fangen an zu schreien, zu skandieren, zu rufen und sie fordern den Tod Jesu. Pilatus wird nervös und doch hat er eine Idee. Jedes Jahr zum Passafest war es üblich geworden, dass der römische Statthalter einen jüdischen Gefangenen zum Zeichen des guten Willens freiließ. Zum Fest der Befreiung eine Freilassung. Und in der Hoffnung, dass er Jesus helfen kann, lässt Pilatus einen besonders schlimmen Verbrecher aus dem Gefängnis holen, einen gewissen Barabbas. Und er stellt die aufgebrachte Volksmenge vor die Wahl. Da ist auf der einen Seite Barabbas, der Terrorist, der Schwerverbrecher, und auf der anderen Seite der Rabbi Jesus. Und er fragt sie, wen er freigeben soll. Und die Menschen schreien. Sie schreien und schreien sich in Rage. Und er kann es nicht fassen, was er da hört. Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Schreien sie. Pilatus ist fassungslos. Er fragt sie, und was soll ich mit diesem Jesus machen? Was soll ich mit Barabbas machen? Wen soll ich freigeben? Und sie schreien immer weiter und sie rufen, Kreuzige! Kreuzige ihn! Gib uns Barabbas! Gib uns Barabbas! Und Pilatus knickt ein. Er verhängt das Todesurteil durch Kreuzigung, nicht ohne vorher eine große Geste zu zeigen. Er lässt sich Wasser bringen und er wäscht sich die Hände. Er möchte diese Schuld am Tod Jesu loswerden und doch haftet sie an ihm und er wird sie nicht los, weil er es ist, der das Todesurteil verhängt. Die Kreuzigung war eine grausame Foltermethode. Elendiglich sind Gekreuzigte zugrunde gegangen. Es war eine Strafe, die Terroristen vorbehalten war. Und Jesus muss sein Kreuz selbst tragen. Und er wird von Soldaten hinaus begleitet auf diesen Hügel Golgatha. Und wir gehen dort auch hin.
Jesus wird zwischen zwei Schwerverbrechern gekreuzigt. Die Kreuzigung wird von einem römischen Hauptmann geleitet. Was er dabei erlebt und empfindet, das hören wir uns an. Ihr vergesst bei dem nicht das Schild von Pilatus. Jesus, König der Juden. Interessante Mischung heute. Zwei Verbrecher und eine königliche Hoheit. Da fangt auf seine Kleider. Königsgewänder zum Verlosen gibt's nicht alle Tage. Gleich wird's vorbei sein mit der majestätischen Haltung. Was sagt er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein, danke, Hoheit. Wir verzichten auf die Vergebung. Was ist denn jetzt los? Es ist ja erst Mittag. Und es wird ganz dunkel. Kommt ein Gewitter? So ganz plötzlich. Merkwürdig. Die Tiere, die werden ganz still. Naja, wir haben noch unseren Spaß. Wo sind denn deine Diener, Majestät? Komm, steig doch runter vom Kreuz. Ich finde keinen Hass in seinen Augen, nur Liebe. Auch für die anderen, die ihn verurteilt haben. Nein, er hat keinen Zorn auf uns. Er hat uns wirklich vergeben. Jesus, er ruft. Vater, in deine Hände meinen Geist. Meine Beine verlieren den Halt. Überall Risse, Spalten, Krater. Was haben wir getan? Was haben wir nur getan? Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ja, er ist Gottes Sohn. Der Hauptmann war ein grausamer Krieger. Aber was er an diesem Tag erlebt, das geht selbst ihm unter die Haut. Der Hauptmann hat schon viele Menschen unter großen Qualen erlebt. Und wenn man uns Menschen nur oft genug quält und Schmerzen zufügt, dann schlagen wir zurück. Wir werden verbittert und wir werden aggressiv. Und der Hauptmann merkt, hier geschieht etwas Außergewöhnliches. Jesus schimpft und flucht nicht gegen die Menschen, die ihm dieses Leid angetan haben. Er ist nicht verbittert und seine Menschenliebe kippt nicht in Hass um. Unter all den Qualen am Kreuz betet Jesus noch für seine Feinde und sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So wie der Hauptmann können wir nur ahnen, wie tief die Liebe Gottes in Jesus ist. Und wenn diese Liebe selbst am Kreuz nicht aufhört, dann hört sie niemals auf. Der Jünger Johannes, der mit am Kreuz steht, schreibt später in der Bibel: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn kreuzigen ließ, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Es durchfährt den Hauptmann, diesen Römer, diesen hartgesottenen Mann, und er spürt, dass hier mehr ist als ein Mensch. Und er spürt am Ende, dass tatsächlich eine königliche Hoheit da ist. Was machen wir mit dem Stein? Was machen wir mit unserer Schuld? Was machen wir mit unserer Gebundenheit, mit unserer Gefangenschaft? Gott selbst ist in Jesus gekommen, um uns zu befreien. Und er hat diesen Weg gewählt, um uns zu befreien. Er hat selbst unsere Gebundenheit auf sich genommen. Als Jesus gefangen genommen wurde im Garten Gethsemane, sagte er: Soldaten, nehmt mich und lasst meine Freunde gehen. Und das ist die Art und Weise, wie Jesus zum Befreier geworden ist, dadurch, dass er alle Gebundenheiten, die Gefangenschaft auf sich genommen hat. Und die Frage ist an uns, ob wir uns unter die Freunde Jesu rechnen. Ob wir dieses Geschehen als ein Geschehen für uns annehmen.
ob wir sagen, seine Gefangenschaft ist meine Gefangenschaft, die ich eigentlich verdient hätte. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, diesen Stein, dieses Zeichen der Gefangenschaft am Kreuz abzulegen und damit zum Ausdruck zu bringen, dass wir dieses Geschehen als ein Geschehen für uns annehmen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin. Und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir kann ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Nachdem Jesus gestorben ist, nimmt man ihn vom Kreuz und legt ihn in ein Grab. Das Grab wird bewacht und es wird ein großer Stein davor gerollt. Zusätzlich wird es von Soldaten bewacht. Zu dieser Grabstätte gehen wir jetzt weiter. Nachdem ihr Meister, nachdem Jesus gestorben war, der Mann, mit dem die Jünger 3 Jahre lang Tag und Nacht gemeinsam verbracht hatten, nachdem er gestorben war, mit dem sie so viel gemeinsam erlebt hatten, sind sie völlig verzweifelt. Sie weinen, bis sie keine Tränen mehr haben. Sie ziehen sich zurück und sie wagen nicht darüber nachzudenken, was in den nächsten Tagen passieren soll. Am 3. Tag, nachdem Jesus gestorben ist, ganz früh am Morgen, machen sich 3 Frauen auf den Weg, um den Leichnam Jesu zu behandeln. Und wir hören hinein in ihr Gespräch auf dem Weg. Maria, Salome, steht auf, wir müssen los. Aufstehen? Was ist denn? Es ist doch noch totenstill. Die Sonne geht auf, der Sabbat ist vorbei. Nun können wir zu Jesus und ihm zum letzten Mal unsere Liebe zeigen. Ja, du hast recht. Es ist Zeit, dass wir zum Grab gehen. Wo sind denn eigentlich die Salben? Wir müssen doch seine Wunden säubern und seinen Körper mit duftenden Kräutern einreiben. Ach, das ist ein schwerer Gang. Ich habe das alles immer noch nicht verstanden. Jesus, unser Herr, ist plötzlich nicht mehr da. Finster ist es geworden, finde ich. Er war doch unsere Hoffnung. Ja, seine Freundschaft gab uns Kraft und Freude zum Leben. Halt! Salome Maria, was tun wir denn? Wir laufen vergeblich zum Grab. Wieso? Was meinst du? Der riesige Stein vor dem Grab. Den haben wir ja völlig vergessen. Stimmt, den können wir unmöglich wegrollen. Die Soldaten der Römer werden uns bestimmt nicht helfen. Eher wegjagen, aber niemals zu Jesus lassen. Noch nicht einmal auf diese Weise können wir ihn ehren. Jetzt kommt weiter. Irgendjemand muss uns einfach helfen. Vielleicht zeigt Gott uns einen Weg da, wo wir keinen mehr wissen. Da, da vorne, seht nur. Schaut euch das an. Das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht möglich. Das Grab, es ist offen. Der Stein ist weg, der Eingang völlig frei. Ist das wirklich wahr oder träume ich? Es ist wahr. Ich sehe es auch. Dann können wir ja zu Jesus. Nichts und niemand hindert uns. Sogar die Soldaten sind weg. Oder seht ihr welche? Merkwürdig, dass da keiner mehr ist. Kommt, wartet nicht länger. Vielleicht kommen sie bald zurück. Wir müssen rein in die Grabhöhle. Schaut mal, dieses seltsam strahlende helle Licht. Was ist denn das? Du, da sitzt jemand. Sieht aus wie ein Mann in einem weißen Gewand. Eigenartig, ist ja richtig unheimlich. So eine Gestalt habe ich noch nie gesehen. Wer ist das nur? Was geht da vor? Ich glaube, wir müssen schleunigst weg von hier. Das ist kein Mensch. Los, kommt! Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den sie gekreuzigt haben. Kommt her und seht, das ist der Platz, an dem er gelegen hat. Aber er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden.
kommt und begreift, Jesus lebt. Der Tod hat seine Macht für immer verloren. Unsere Ostergartenführung endet nicht hier vor dem Grab. Und unser Leben muss auch nicht im Grab enden. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird leben, selbst dann, wenn er stirbt. Dieses Grab ist keine Sackgasse, es ist ein Durchgang. Der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer und Jesus lebt. Das ist die gute Nachricht. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er gibt Hoffnung und Leben, Versöhnung und Frieden. Wir gehen jetzt durch das Grab hindurch auf die andere Seite. Jesus ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Und das verändert alles. Jesus hat vor seinem Tod gesagt, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen würde. Und er hat auch gesagt, dass wir eines Tages für immer bei Gott leben dürfen. Jesus lebte für die Menschen, damit wir erkennen, wie tief seine Liebe ist. Und er starb für uns Menschen, damit wir seine tiefe Liebe selbst am Kreuz erkennen und dadurch nachdenklich werden. Und er ist wieder auferweckt worden, damit wir selbst hoffnungsvoll leben können. Die Geschichte Jesu, in die wir eingetaucht sind, ist also nicht eine Geschichte für sich, sondern es ist eine Geschichte für uns und für alle Menschen. Zu Beginn standen wir vor einer verschlossenen Tür und wir haben sie geöffnet und wir sind eingetaucht in das Leben Jesu. Und die größere Wirklichkeit ist eigentlich gerade andersherum. Jesus hat einmal gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus will eintauchen in unser Leben. Er will eintauchen in dein Leben. Er will gerade da, wo unser Leben an Grenzen kommt, wo wir überfordert sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, da will er uns neues Leben und neue Kraft schenken. Das ewige Leben beginnt nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern es beginnt mittendrin im Leben. Und der Ostergarten will eine große Einladung sein, dieses Leben zu empfangen. Und dazu laden wir euch ein am Ende dieser Führung. Wir grüßen euch herzlich. Bis vielleicht auf bald im wirklichen Ostergarten. Auf Wiedersehen. Und tschüss.